Hallöchen, hier jetzt nochmal als Nachtrag zum F1, das ich ja eben mal kurz in die Kamera gehalten habe. Jetzt noch ein Review zum Buschkraft Mitläufer. Der Erschaffer dieses schönen Stücks ist Guido Beyer. Den findet ihr auch bei Facebook oder auch über seine Webseite. Guckt einfach mal unter Buschkraft, da werdet ihr ihn finden. So. Dieses Mitläufer ist eines der wenigen Messer, die Guido im Moment baut, die keinen Schiebfuß haben. Wir haben hier eine Droppoint-Klinge mit einer Gesamtlänge von 86 mm. Klingenstärke sind 3,2 mm, Stahl ist der L2. Und wir haben hier eine Grifflänge von 10,3 cm. Also für mich mit Handschuhgröße 9,5 bis 10 satt. Der Griff, der schließt ziemlich genau mit der Hand hinten ab. Das Ganze könnte vielleicht noch ein Tick länger sein. Allerdings würden dann die EDC-Qualitäten verloren gehen, wie ich finde. Denn dieses Mitläufer ist ein Messer, das aufgrund seiner Klingenform, Klingengeometrie und der Gesamtgröße durchaus EDC-tauglich ist und dazu noch Bushcraft-Qualitäten aufweist. Wir haben hier einen Silbergrind etwa auf 2/3 der Gesamthöhe angeschliffen. Ich habe hier eine Sekundärphase drauf. Da habe ich ein bisschen nachgearbeitet, habe mir die poliert. Muss eigentlich nicht sein, ich hatte halt mal Bock drauf. Als Griff haben wir hier stabilisierte und gefärbte Crosscut-Buche, leicht gestockt, rote Liner. Verarbeitung insgesamt, wie ich sagen muss, wenn man das rustikale Finish mag, auf einem hohen Niveau. Ich bin oldschool, ich fahre voll auf das Zeug ab. Aber genug geschwätzt. So, hier habe ich jetzt noch wieder ein paar Stücke Birke. Das ist noch so das Holz, das hier am Rhein am Ufer lag, das habe ich mir mal einfach abgegriffen. Mit den Ästen natürlich nicht so ideal, aber naja, hier haben wir auch noch ein Stück Weide. Also ich kann sagen, dass dieses Messer vielleicht nicht alle super groben Aufgaben erledigt. Hier so Aufgaben, die in den Bereich gehen, mal Kleinholz für den Hobo machen, aber wunderbar erledigt. Und jetzt wollen wir auch mal gucken, wie das Teil performt, wie die Locken werden. Also die sind jetzt im Moment etwas gröber. Was wohl aber einfach daran liegt, dass das Holz gestockt und ziemlich weich ist. Probieren wir es einfach mal an einem etwas dickeren Stück. Nee, ist auch noch so weich, dass ich nicht mal einen Powercut brauche, um da in einem Zug durchzukommen. So, dann versuchen wir es nochmal mit der Birke als letzten Testobjekt. Das soll wirklich nur ein recht kurzes Video werden. Da ich hier mit der Familie am Rheinufer, genauer gesagt an der Katzenbuckelbrücke auf der Halbinsel unterwegs bin. Wir wollen heute mal das Wochenende etwas entspannter angehen lassen mit einem Picknick, deswegen auch die Picknickdecke, die meiner Frau gehört und die ich auch nicht zu sehr einsauen darf, beziehungsweise ich muss gleich erstmal wieder sauber machen. Ja, ich höre schon im Hintergrund kichern. Auch dieses Holz hier ist nicht ideal, aber man sieht, dass dieses Messer wahnsinnig gut performt. Die Handlage ist für kleinere, mittlere Hände richtig, richtig geil. Also ich wüsste nicht, was man da aussetzen könnte. Ach
gesagt, unter idealen Voraussetzungen sähe das Ganze jetzt wahrscheinlich noch ein wenig besser aus, wenn ich Holz hätte, das nicht komplett gestockt, morsch, extrem abgelagert ist, eventuell sogar noch etwas trockener. Im Idealfall wäre natürlich jetzt Fichte. Es gibt ja gerade ziemlich viel davon, weil ja jede Menge Wälder abgeholzt wurden, auch bei uns in der Gegend. Ich schaffe es nur meistens zeitlich nicht, großartig rauszukommen und da die Videos zu drehen. Heute nutzen wir halt mal die Gelegenheit, ja, also sowohl feinere Sachen als auch mit viel Druck, so 2 cm Stöckchen in wenigen Zügen komplett durchsäbeln, ist kein Problem. So, hier die Löckchen sind jetzt zwar auch noch nicht ideal, liegt halt am Holz und nicht am Messer. Dieses Messer kommt im Übrigen in einer Multi-Carry-Scheide, also jedenfalls mein Modell Multi-Carry. Das heißt einmal für Scout-Style und einmal noch für die vertikale Tragweise. So, an meinem Schlüsselbund habe ich den Feuerstahl dran. Mal als Notoption, da ich heute eher mit leichtem Gepäck unterwegs bin, nehme ich halt mal diese Notoption als Feuerstahl. Ist glaube ich ein LMF, bin mir aber auch nicht sicher. Selbst wenn dem nicht so sein sollte, egal. Der sollte funktionieren. Und dann mal gucken, ob wir damit die Funken erzeugt kriegen. Ja, also auch das Feuerstahlentzünden ist hier überhaupt kein Thema. Das Messer ist, wie ich sagen muss, ein wirklich saugeiler Allrounder. Bushcraft-Qualitäten hat es, EDC-Qualitäten hat es. Meine bisherige eierlegende Wollmilchsau, das wissen wahrscheinlich einige, die mich von Facebook oder Insta kennen oder auch meine anderen Videos gesehen haben, ist das Benchmade Poco. Ich muss jetzt allerdings dazu sagen, dass das Benchmade Poco mit diesem hier in Sachen Performance, Nutzwert gleich aufliegen. Nur mit dem Unterschied, dass dieses Messer hier ein Full Custom ist. Und wenn man sich überlegt, dass das Benchmade Poco zwar in CPM 3V, aber auch mit Lederscheide als Production Knife so um die 160 Euro kostet oder 150, ich weiß nicht, was die jetzt kosten, und man hier für roundabout 220 ein Full Custom mit einem der besten Carbonstähle, die man für diesen Zweck nutzen kann, überhaupt bekommt. Ich tendiere da ganz eindeutig zum Custom. Vielleicht bin ich einfach nur verwöhnt. Mag sein, dass ich trotz Bodenständigkeit da etwas snobistisch veranlagt bin, aber dann sei es eben so. Wenn also jemand wirklich ein absolut zuverlässiges, vielseitiges Custom möchte für den Bushcraft- oder EDC-Bereich, dann ist man hier bei Guido Beyer genau richtig, zumal man sich ja die Griffbeschalung frei aussuchen kann. Also entweder hier gestockte Buche, Crosscut, in Wunschfarben stabilisiert. Verschiedenste Arten von Linern, sowohl verschiedene Dicke als auch verschiedene Farbe. Vulkanliner, G10-Liner, whatever, soweit ich weiß, verbaut Guido alles. Ich habe hier rote Vulkanfieberliner drunter. Und ich habe auch noch den Prototypen, dieser hat grüne Liner, hier mit einem Eibengriff. Das war wirklich der Prototyp des Mitläufers. Der Griff war da etwas länger, die Klinge dafür etwas kürzer. Auch hier ist die Handlage super, gar keine Frage. Aber ich bin dann doch froh, dass ich diesen hier habe, weil ich mit der Klinge von 8,6 cm wirklich super zurechtkomme. Ich bin zwar oft draußen, aber natürlich auch nur entsprechend der Möglichkeiten. Legale Feuerstellen gibt es bei uns nicht so viele. Ich kann zwar unten an den Fluss gehen, aber auch da haben wir halt gewisse Einschränkungen. Und von daher
baue ich jetzt keine Riesenlager oder sonstiges, zumindest nicht mehr. Das war mal eine Zeit lang anders. Und ich denke mal, für die meisten Arbeiten, die man überhaupt ausführt, ist dieser Mitläufer eine super Wahl. Es kommen noch ein paar Reviews zu den anderen Messermodellen, die ich habe. Zum Modell S und L gibt es ja schon ein Review in dem Sinne. Da habe ich die auch schon mal kurz vorgestellt. Und heute war halt mal dieses Modell, der Mitläufer, dran, weil er mich eben wahnsinnig anspricht. Ich stehe total auf Droppoint, Sheepfoot ist nicht meins, auch wenn ich langsam beginne, mich damit anzufreunden. Aber hier passen sowohl Handlage, Größe für EDC, für den Bushcraft-Bereich. Wenn man mal unten ist, am Fluss oder im Wald, einfach mal im Hobo vielleicht einen Tee kochen oder eine kleinere Mahlzeit zubereiten, dann ist man mit dem Mitläufer auf jeden Fall super bedient. Der wiegt nicht die Welt und erfüllt einfach seinen Zweck. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Zeit hier unten am Rhein genießen. Ich denke mal, es kommen gleich noch ein, zwei Leute, mit denen wir uns hier verabredet hatten. Vielleicht kommen sie, vielleicht auch nicht. Also ein paar haben abgesagt wegen Frühschicht, also spontaner Frühschicht am nächsten Tag. Und naja, dann sei es ebenso. Aber auf jeden Fall der Mitläufer, ein Messer, das man, wie der Name schon sagt, wirklich immer mit dabei haben kann, mit dabei haben sollte, wenn man auf grundsolide Customs aus Deutschland steht, die im Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich, wirklich was bringen. Und wenn man damit auch noch einen Messermacher unterstützen möchte, der einiges auf dem Kasten hat, aber noch nicht so bekannt ist, zu Unrecht, wie ich sagen muss. Daher, wenn ein Universalmesser gesucht ist, versucht es einfach mit dem Mitläufer. Und falls ihr nicht zufrieden sein solltet, ihr werdet immer wieder neue Abnehmer finden. Also selbst im Gebrauchtmarkt dürfte der Wiederverkaufswert nicht wirklich geringer sein als das, was ihr bezahlt habt. Über den Aftermarket kam auch schon ein Waldläufer XS zu mir. Listenpreis bei Guido waren 140. Im Aftermarket verkauft wurde es für 120, also roundabout ein 20 Verlust. Wenn man es so nehmen will, um festzustellen, ob einem ein Custom-Messer wirklich liegt. Und von daher, Verluste hat man immer, aber ich denke mal, die halten sich hier noch im Rahmen. So, falls noch Fragen offen sein sollten, lasst es mich wissen. Ansonsten natürlich gibt es auch den Link zu Guidos Webseite oder zu seinem Facebook-Profil im Kommentar oder in der Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch halt einfach noch einen schönen Tag. Genießt es. Und wir wollen mal sehen, was die nächsten Tage, Wochen und das ganze Leben noch so bringen. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Videos, die ich für euch machen kann. Und über Anregungen, Kommentare freue ich mich immer. Bis dann. Tschüss.